Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag um 14 Uhr hier im Sparda-Bank Hessen-Stadion gegen Preußen Münster. Heute mit unserem Verteidiger Maximilian Altschwede und unserem Trainer Rico Schmidt. Maxi, erstmal an dich die Frage, 4 Spiele jetzt in der Liga ungeschlagen. Lässt sich's mit diesem Bewusstsein dann auch mittlerweile Woche für Woche noch leichter auftreten? Das gibt der ganzen Mannschaft natürlich Sicherheit. Wenn man jetzt 4 Spiele mit dem Wiebrich-Spiel, 5 Spiele in Folge nicht verloren hat, dazu noch defensiv immer ganz gut stand, was ja auch ein Verdienst der ganzen Mannschaft ist, das geht vorne los, arbeiten insgesamt gut gegen den Ball, investieren da viel und ja, jedes Spiel gibt da zusätzlich Sicherheit und das wollen wir auch am Samstag jetzt hier gegen Münster zu Hause im Heimspiel zeigen. Nun, könnte man sagen, Münster ist bisher diese Saison die Überraschungsmannschaft. Hättest du sie zu Beginn so weit oben erwartet? Wie schätzt du sie ein? Ja, wäre nach knapp 30 Spieltagen immer noch da oben mitmischt. Der steht da nicht von ungefähr. Die haben jetzt im Winter auch nochmal mit dem Kara haben sie nochmal einen richtig guten dazugeholt, der jetzt dann glaube ich auch schon 7-mal getroffen hat in den paar Spielen jetzt nach der Winterpause. Und ja, die wollen hochgehen und wir wollen versuchen, denen das Leben hier schwer zu machen. Okay, erstmal danke. Rico, du hast auch diese Woche schon mal gesagt, dass Münster den spektakulärsten Fußball in der Liga spielt. Hört sich fast so ein bisschen an, als bist du so auch ein Fan geworden von der Mannschaft. Nee, Fan nicht. Fan bin ich von meiner eigenen Mannschaft geworden, wie sie spielt. Mittlerweile, dass sie das auch für sich verinnerlicht, dass ich viel investieren muss in mein Spiel, mein persönliches Spiel, wie auch in das Mannschaftsspiel, ob das, wie Maxi das gerade sagte, in der Arbeit gegen den Ball ist und dann aus der Balleroberung die Schlüsselaktion in das Offensivspiel setzen. Und die Münsteraner sind sehr gut besetzt und es ist trotzdem nicht von ungefähr, dass sie dort vorne spielen. Mit Taylor, mit Bischoff, ein zentraler Mittelfeldspieler, Siegert, das sind Spieler, die sehr erfahren sind. Krode waren oder gilt nach wie vor als großes Talent. Also sie haben schon eine gute Mannschaft beisammen und stehen zu Recht dort vorne. Spektakulär meine ich auch eben, siehe letztes Wochenende, sie sind für alles gut, offensiv stark, sie haben glaube ich, die drittbeste Offensive mit 56 geschossenen Toren, stehen defensiv stabil. Also das ist ein ausgewogenes Verhältnis. Sie müssen gewinnen, um dran zu bleiben, haben noch ein Spiel weniger als die Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Wir müssen auch gewinnen, wir wollen gewinnen, hier zu Hause, um weiter uns Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Wir sind ja noch nicht durch. Das muss ich ganz klar sagen. Wir dürfen uns auch nicht die Augen nun verschleistern und sagen, jetzt haben wir jetzt 4-mal in Folge ungeschlagen, ungeschlagen, ungeschlagen. Das ist eine starke Leistung. Jedes Spiel muss neu gespielt werden. Ich bin von meiner Mannschaft absolut überzeugt, dass wir am Samstag gewinnen können, wenn wir wieder genau das, was wir in den letzten Wochen in die Waagschale geworfen haben, speziell zu Hause. Ich denke, so als Haken für uns, als Anker, dieses Unterharing-Spiel in der ersten Halbzeit. Wenn uns das gelingt, auch die Münsteraner dort unter Druck zu setzen, machen die auch Fehler. Keiner ist fehlerfrei und diese Fehler wollen wir nutzen. Ja, und wir spielen hier zu Hause. Die Münster, der Gegner bringt viele, viele Fans mit. Also wird das jetzt schon auch vom Publikum her, von den Fans, von der Stimmung an sich, in Gemengenlage, was uns freut und wo wir unseren Teil dazu beitragen, dass hier der Biberberg wieder brennt. Und die Punkte bleiben hier, ganz klar. Kannst du noch ein bisschen was zur personellen Situation aktuell sagen? Personell sieht es so aus, dass wir ja unsere Bekannten mittlerweile, da muss man gucken auf meine Liste, Markus Husterer sieht insofern positiv aus, hat seine Schiene ablegen können, ist jetzt im Reha-Training, wobei da muss man einfach ganz vorsichtig sein mit Prognosen, auch in Absprache mit den Ärzten, aber es ist ja auch für ihn ein Meilenstein, weg von der Prothese sozusagen,
und jetzt wieder auch im freien Gang. Wir haben mit dem Theo Vogelsang den Junge, der im Januar zu uns gekommen ist, der ist gestern nochmal operiert worden am Knie, um die Knorpelproblematik nochmal positiv darzustellen im Knie. Da müssen wir sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also gibt es da ungefähr einen Zeitraum? Ja, das ist jetzt auch offen. Also wie gesagt, er ist gestern operiert worden in Münster bei einem Spezialisten und da ist jetzt ja alles offen. Ja. Ist alles offen an der Stelle. Gestern Abend noch mit ihm telefoniert, ihm da auch Mut zugesprochen, weil das ja auch immer komplizierte Verletzungen sind für einen Sportler, für einen Fußballer, Knieverletzung. Gehäse, das ähnlich, also ist im Reha-Training muss man auch noch Geduld zeigen. Alles andere ist soweit im Training, eine andere kleine Problemchen, aber das ist ja im Fußball, im Sport gang und gäbe und das werden wir bis Samstag lösen. So dass wir mit einer schlagkräftigen, guten Mannschaft gegenhalten können und da gibt es überhaupt keins, wir müssen uns hier nicht verstecken, mit der breiten Brust auch zu spielen. Und das wünsche ich und erwarte ich auch von meiner Mannschaft. Und das sind wir uns ja auch irgendwo selber schuldig. Also das hat sie ja schon auch in vielen Spielen auch gezeigt, was in ihr steckt. Okay, danke Rico. Gibt's Fragen? Zur Verletzung von Theo Vogel, dann mein Knorpel, da schon immer so ein bisschen die Alarmglocken. Wie ist das einzuordnen? Eine leichtere? Das ist jetzt spekulativ. Er ist gestern operiert worden. Wir haben ihn ja nach dem Erfurt-Spiel erstmal rausgenommen aus dem Trainingsprozess in Absprache mit den Ärzten. Und schlussendlich kam jetzt die Entscheidung, es muss da noch was getan werden, damit er auch seinen Sport weiter entsprechend betreiben kann, seinen Beruf betreiben kann. Und alles andere ist jetzt spekulativ. Müssen wir sehen. Sagen wir auch die Daumen drücken, dass das alles auch positiv verläuft. Aber also als Trainer ist jetzt schon so, dass man sagen kann, also gut, in der Saison plant man sowieso dann nicht mehr mit ihm. Das ist also Husterer, Mage, Vogelsang, definitiv nicht. Und das ist jetzt ja auch nochmal wichtig, wir haben ja immer noch 7 Spiele, das war toll, toll, toll. Keine weiteren. Auch von den sportlichen Schwergewichten, will ich jetzt mal nennen, Verletzten hinzukommen, dass hier und dort mal ein Problem entsteht, auch vielleicht ohne Sperre, das kann man über Eck tragen. Da haben wir auch gute Jungs, auch in der zweiten Reihe, die dort sich reinhauen und die dort auch sich für den Erfolg der Mannschaft zerreißen. Aber gerade jetzt auch ein Serhat Mec, das war jetzt schon auch ein Problem, was wir jetzt hier geschultert haben, was auch Jan Washaus mit Nikolas Feldhahn in den 2 Spielen hervorragend gemacht hat, haben. Aber noch mehr von der Kategorie können wir uns nicht leisten oder wollen wir uns nicht leisten, aber wir stecken da nicht drin. Dann nochmal eine Frage zu der Konstellation jetzt mit Münster. Sie haben gesagt, Münster ist eine Mannschaft, die muss jetzt muss gewinnen, steht unter einem gewissen Druck und hatte ja zuletzt schon einen Rückschlag zu verkraften mit einer 3-0-Führung, dann 3-3. Jetzt mal so aus Ihrer Erfahrung oder aus Ihrer Sicht, das letzte Tor da von Saarbrücken zum Ausgleich, war das gut oder eher schlecht für den OFC? Dass die jetzt hier mit entweder mit angeknackstem Selbstvertrauen kommen oder erst recht mit dieser Einstellung? Erstens, mein Trainerkollege Dotschew wird die Mannschaft auch hervorragend einstellen. Die Mannschaft Münster hat ja auch ein Grundvertrauen, wenn du 59 Punkte hast. Da hast du viel, viel richtig gemacht in der Saison. Und da wirst du dich auch nicht von einem Spiel dort von der Linie bringen lassen. Das ist ein Betriebsunfall. Wir müssen auf unser Spiel schauen und da gilt es ja, an die fußballerischen, spielerischen Stärken auch anzuknüpfen, die wir gezeigt haben, die wir ein bisschen missen lassen haben in Babelsberg. Das kann man ja auch so sehen. Sowohl Münster hat 2 Punkte liegen lassen in der Art, wie wir gespielt haben, auch gegen den Gegner Babelsberg, kann man auch sagen, einen Punkt gewinnen, aber vielleicht auch 2 Punkte verloren und die wollen wir uns zurückholen. Also ist es für alle Beteiligten wird es ein spannendes Spiel. Ich hoffe, dass wir das auch so rüberbringen können aufs Feld, dass es wieder zündelt. Und das brauchen wir, dieses Zündeln.
wenn wir jetzt Maximilian Arschwede gerade da haben, bevor ich ihn nach ihm selbst frage und die Antworten mir einhole, das soll ein anderer beurteilen, vielleicht mal der Trainer über Maximilian Arschwede. Ja, ich muss ja nicht nur über Maximilian Arschwede sprechen, sondern für die gesamte Mannschaft, und da beziehe ich wieder Maxi mit ein, hat sie sich stabilisiert. Und das spricht ja für die Spieler, für die Mannschaft, auch wieder ein Grundvertrauen in die persönliche Leistung zu finden. Maximilian hat dort sich auch in den letzten Spielen dort als Fixgröße in der Abwehr auf der rechten Verteidigerposition richtig gut gemacht. Er war ja auch davor schon auch Stammspieler mit der Verletzung, dann ein bisschen schwer rausgekommen aus der Wintervorbereitung, hat sich aber stabilisiert, ist mit in Sicherheitsgarant für die Abwehrarbeit, und ich hoffe mir, und das zeichnet ja auch den Maxi aus, dass er dort auch gerade im Offensivbereich seine Stärken hat, mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, mit auch seiner bissigen, aggressiven Spielweise, dort für Akzente zu sorgen. Und da ist es für ihn auch eine Herausforderung am Samstag gegen den Grote, gegen den linken Außenverteidiger. Namen habe ich jetzt nicht ganz so auf der Pfanne. Also auf die gute linke Seite dort einen Gegenpart zu stellen. Und da habe ich größtes Vertrauen. Und da kann er auch weiter wachsen. Und wenn dann die eine oder andere Flanke noch kommt, die dann mal zum Torabschluss kommt, dann freuen wir uns, also für das entscheidende Tor, hoffentlich. Ist jetzt schon so ein bisschen so eine Hausaufgabe für den Samstag, die der Trainer jetzt gestellt hat. Also hinten aufpassen, dass nichts anbrennt, vorne noch für Flanken sorgen. Zwischendurch ein paar Tore machen. Ja, habe ja schon einige auf dem Konto. Nee. Gegentor. Nee, Tor. Einige schon gemacht, okay. Inwiefern würdest du sagen, dass sich die Aufgabe, oder jetzt mal kurz beschrieben, deine Aufgabe in den vergangenen Wochen jetzt unter dem neuen Trainer, hat sich in irgendeiner Form gewandelt? Ich hatte jetzt insbesondere was so die Innenverteidiger zum Beispiel anbetrifft, so in den letzten zwei Spielen schon das Gefühl gehabt, dass es da scheinbar schon so eine Ansage gab, also wir machen hier gar nicht hinten großartig rumspielen, wenn der Ball da ist, dann erstmal weg. So eine Ansage nach dem Motto, erstmal hinten sicher weghauen und danach sich Stück für Stück Selbstvertrauen holen, ist es so momentan so weiterhin? Ist ja ein Straßenslang, weghauen erstmal. Ja. Und weg damit. Nee, das mag ich. Ja, das ist ja so ein bisschen auf dem schlechten Platzverhältnissen geschuldet gewesen, dass wir in Stuttgart oder auch gerade Burghausen und jetzt Babelsberg gesagt haben, dass wir hinten eben ja, sicher spielen. Das heißt dann eben auch im Zweifelsfall den Ball einfach mal rausschlagen, weil auf den Platzverhältnissen ist manchmal eben auch ein sicheres Rausspielen hinten gar nicht möglich. Da bringt man sich selber in Gefahr, und damit sind wir jetzt die Wochen ganz gut gefahren. Unser Platz ist, denke ich, jetzt nach den zwei Wochen, jetzt nach dem Unterhaching-Spiel auch nach wie vor nicht der beste. Das heißt, sprich nichts dagegen, das so beizubehalten. Und ja. Wenn der Platz schlecht ist, ist es gut. Kann man so und so sehen. Meine Gegner muss da auch drauf spielen, aber naja, also hinten läuft es im Moment wirklich ganz gut. Haben da eben auch jetzt eine feste Größe mit dem Kleine und mit dem Marcel, die da jetzt über Wochen jetzt zusammengespielt haben, und da profitiert die ganze Mannschaft von. Ein guter Spieler, eine gute Mannschaft stellt auch sein Spiel ein Stück weit ein auf die äußeren Bedingungen. Ob da Wind weht, in den modernen Stadien weht ja kaum noch Wind, aber wenn ein offenes Feld ist, das war ja auch ein bisschen in Babelsberg, ist ein offenes Feld, da muss ich auch meine Passtechnik entsprechend einstellen und natürlich auch die Platzbedingungen anpassen. Und dann noch Tabellensituation anpassen. Ja, wenn ich permanent hinten rausspiele und ich mich dadurch aber nicht stärke, sondern schwäche, mache ich ja nur einen Gegner stark. Und wir wollen spielen, wir werden auch am Samstag Fußball spielen. Das hat sich ja auch gezeigt, die Mannschaft, eben so
die Schlüsselereignisse eben auch in dem anderen Spiel, mit welcher Vehemenz gerade in der ersten Halbzeit gespielt wurde. Und da brauchen wir auch das Offensivspiel. Unsere Offensivspieler, Schwarz, in Fetsch, in Ratgeber, in Vogler, in Becker, in Reinhardt, die dort gut drauf sind, die dort auch den Gegner vor Problemen stellt. Ja, und da sind alle eingefangen und eingebunden und müssen teilhaben am Spiel. Aufgrund der Tabellensituation könnten die Münsteraner ja nicht auf nur in Anführungszeichen einen Punkt spielen. Die werden gewinnen wollen, ja, müssen. Ja. Das könnte uns ja vielleicht entgegenkommen. Ja, entgegenkommen, wir müssen auch. Weil die Ergebnisse, wir haben zwar jetzt sondern definitiv im Moment 6 Punkte auf Darmstadt, 8 Punkte auf Kickers und 10 Punkte auf Aachen. Aber die Tabelle ist noch immer noch nicht aussagekräftig. Es sind noch einige Mannschaften, die entsprechend Spiele nachzuholen haben. Und 6 Punkte, es klingt viel, das sind 2 Spiele. So, also müssen wir auch. Und vor allen Dingen zu Hause. Auswärts sind wir ja auch eine stabile Größe wieder geworden, auch für den Gegner, dass es schwer ist, gegen uns zu gewinnen, auswärts. Das ist gut so. Und jetzt auch wieder eine Stärke entwickeln, dass es auch zu Hause schwer ist, gegen die Offenbacher Jungs mit dem Stadion, mit den Fans im Rücken, hier zu punkten, sondern die Punkte bleiben hier. Maximilian, inwiefern speist man jetzt aus dem Hinspiel in Münster noch Selbstvertrauen? Das ist ja damals aus eurer Sicht dann letztlich noch gut gelaufen, ich glaube mit 2-mal Rückstand. Oder zumindest einen späten Ausgleich dann? Ja, wir haben relativ kurz vor Schluss durch einen Elfmeter von Tommy das 2-2 gemacht. Sind aber 1-0 in Führung gegangen, haben es dann vor der Halbzeit eigentlich relativ einfach hergeschenkt. Standardsituation und ein einfacher Fehler hinten. Dann lagen wir zur Halbzeit 2-1 hinten, haben dann noch kurz vor Schluss das 2-2 gemacht. Ja, es war ein relativ heißes Spiel. Hat es auch ein paar Nicklichkeiten zwischen den Spielern gegeben. Das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Also ich denke mal, das haben die Münsteraner vielleicht auch nicht vergessen. Also da freuen sich alle Beteiligten drauf. Also nur die Nickeligkeiten oder noch spezielle Spieler? Nein. Also es wird ein feuriges, heißes Spiel werden. Wir müssen trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, dass wir, auch dann die richtige Lösung haben und nicht nur auf der emotionalen Ebene spielen und arbeiten. Trotzdem den kühlen Kopf für das Fußballspielen haben, aber das wird schon, und das ist auch ein Ansatz unseres Spiels, das muss emotional sein, mit Leidenschaft. Und das erwartet ja auch unser Publikum, unsere Fans. Die Waldemar kleine Tribüne oder die Henninger Tribüne oder hier auf der Haupttribüne, die wollen die Jungs marschieren sehen. War das was gestern auf der Jahreshauptversammlung angesprochen wurde von Frank Ruhl, den typischen OFC-Fußball, also dass der wieder mehr zu sehen sein soll oder teilweise schon zu sehen ist, also diese Eigenschaften, Leidenschaften haben? Ja, den Mix, auch das Fußballspielen dürfen wir trotzdem aus dem Fokus lassen. Ja, also nicht, dass das dann so, das ist auch eine Imagefrage, ne? Also wir wollen Fußball spielen. Ich erwarte, dass die Außenverteidiger entsprechend in der Spielsituation sich einbinden in das Offensivspiel, unterstützen. Ich erwarte, dass unsere Innenverteidiger auch spielsituativ auch den Weg ins Mittelfeld suchen. Nicht so, wie wir es gegen Erfurt gemacht haben. Da haben wir uns ganz, ganz schlecht angestellt, ungeschickt angestellt. So wie wir es zum Beispiel eben gegen Saarbrücken oder Unterhaching gemacht haben oder gegen Wolfsburg oder in den Auswärtsspielen, was wir auch gut gemacht haben. Und das wollen wir den Mix schon herstellen. Nochmal eine Frage an Maximilian. Es war in den vergangenen Wochen wurde auch immer wieder nachgefragt, inwiefern die Spieler diese finanzielle Situation oder unklare Situation belastet. Ihr habt ja, denke ich mal, in den vergangenen 4 Spielen dann auch auf dem Platz dann die Antwort gegeben und gezeigt, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Trotzdem, inwiefern hast du oder habt ihr jetzt gestern Abend so Jahreshauptversammlung in irgendeiner Form verfolgt oder schon euch informiert, oder ist das was, wo ihr dann weiterhin sagt, ja, am besten einfach mal neben links liegen lassen und
Ja, ich habe es heute Morgen in der Zeitung gelesen, aber ansonsten anwesend war ich nicht. Habe das so zur Kenntnis genommen, aber wie schon ja, in den letzten Wochen immer wieder von den Spielern gesagt, dass wir das versuchen auszublenden. Können wir eh nicht beeinflussen und uns einfach auf unsere Leistung konzentrieren. Vielleicht dazu noch anfügend, das war eine bewusste Entscheidung, dass die Mannschaft gestern nicht anwesend war zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung, weil, wie es Maxi auch sagt, wir haben das sportlich einzufangen und das andere liegt in guten Händen, wird gut abgearbeitet im Moment, so wie ich das auch gestern wahrgenommen habe auf der Mitgliederversammlung, auch einhellig diesen Weg zu beschreiten, um wir haben es sportlich zu organisieren. Und die Jungs sollen sich auf Münster vorbereiten und sich dann nicht verrückt machen, was da für Zahlen nun gezeigt werden, wieso, weshalb. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen wir uns am Samstag um 14 Uhr. Dankeschön fürs Kommen.